Hallo. So, ich habe mir jetzt mal zum Anlass genommen und mir mal 10 Minuten Zeit genommen, um euch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Wie ihr ja mitbekommen habt, ich hatte einen Schlaganfall. Gott sei Dank auf der rechten Seite vom Kopf. Das heißt, ich habe keine Einschränkungen in der Sprache. Ich habe keine Lähmungen im Gesicht gehabt. Ich habe im Prinzip nur eine halbseitige Lähmung auf der rechten Seite gehabt. Das heißt, mein Arm ist gehandicapt und mein rechtes Bein. Das ist auch immer noch nicht gut, aber wesentlich besser als am Anfang. Also ich habe am Anfang im Rollstuhl gesessen, dann über einen Rollator und jetzt laufe ich schon wieder normal, ohne Rollator, aber immer noch humpelnd praktisch. Viele haben mich gefragt, wie es weitergeht. Wir werden natürlich weitermachen, aber nicht mehr in dem Maße, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Wir werden uns auf einige Arten spezialisieren. Und wir werden natürlich weiterhin Videos machen und wir werden weiterhin Exoten-Auffangstationen machen, aber eben ganz viele Arten nicht mehr, weil das einfach zu viel war und ich das wahrscheinlich nicht so verpackt habe, wie ich das verpacken sollte. So, und was den Kanal hier angeht, da haben wir ja jetzt eine längere Pause gemacht. Das geht jetzt wieder so langsam los. Allerdings werden wir das auch. Wir werden weiterhin Aufklärungsvideos machen und so weiter. Das machen wir. Wir werden aber ganz viele neue Sachen dazu nehmen. Ich will zum Beispiel viele wildlebende Tiere zeigen und erklären. Auch aus anderen Ländern zum Beispiel. Oder mal einen Zoo besuchen und da was erklären. Also wir werden ganz viel. Ich habe ganz viele neue Ideen. Aber das ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Und Entschuldigung, kein Corona. Und dann ja, werdet ihr das aber mitkriegen, weil wir werden natürlich den Kanal weitermachen. So, da ich natürlich auch sehr viel Zeit hatte im letzten Jahr, das ist ja letztes Jahr am 6. April passiert und wir haben keine Tiere aufgenommen, habe ich mir die Zeit genommen und habe ein Buch geschrieben. Das hier ist der Prototyp, den hat Rosi mir gebastelt. Wird natürlich etwas anders aussehen. Das Buch wird heißen Guten Tag, ich bin der Igel. Und wir suchen gerade verzweifelt nach einem Verlag, der uns das Ding auflegt. Und ich warte jetzt noch mal, ob sich da vielleicht der ein oder andere meldet, der da Connection zu einem Verlag hat und das drucken möchte. Wenn nicht, drucke ich selber. Und dann werde ich euch aber auch berichten, wenn es das dann gibt. Weil das ist mein Baby.